Spaß. Zwei. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ein neuer Weg. Ein neuer Weg öffnet sich uns. Map. Ein dunkler Weg vor allem, ne? Okay. Hast gewonnen. Nein, nicht unter Wasser, Frau. Ah, ich vertue mich da immer. Müssen wir mal eine Legende geben. Irgendwie Wasser, Feuer, Berg und... Was gibt es denn noch? Was ist der letzte? Peitsche. Oder Tod oder so. Was weiß ich. Wir müssen mal mein Mega-Lichtschwert rausholen. Los. Aber wobei, nee, das ist ja schon... Das ist eigentlich nicht verkehrt. Es reicht. Enough. Zang. Nein. Nehmen wir bitte den anderen. Du sollst auf den anderen zielen. Frau. Hör auf mich. So, danke. Und jetzt bist du dran. Das Schöne ist, ich muss hier auch nicht finishen. Das ist echt schon super nett. Kann ich das trotzdem machen? Jetzt wollte ich gerade mal meinen super Angriff machen. Muss ich mal, bis der fertig ist. Sorgt doch einfach direkt die Energie, ne? Dann sparen wir uns den Weg. Achso, falsche Taste. Falscher Weg! So, da sind bestimmt noch 13 andere Leute. Die Leute wollen los. Boah, es frisst so viel Scheißenergie, ne? Gefällt mir nicht. Dann kommst du mal bitte hier hin. Schrie. Ich glaube, da hinten sehe ich noch jemanden. Dann gucken wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Ha, eine Karte. Tada! Boah, sind da Teile, leck mich. Da ist noch einer. Was geht? Ja, warte. Ich bin sofort bei dir. Eine Sekunde. Flop, 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 flap. So. Tschüss. Oder ist da noch wer? Flups. Oh, ein Ei. Komm, ich mach das. Ja, dann mach das mal. Dann tu auch! So, aber ich glaube, du kannst ein bisschen Energie gebrauchen, ne? Wo waren jetzt hier die zwei Eier? Da hinten, okay. Eier, wir brauchen Eier. Dass der so lange bewegungsunfähig ist, ne? Ich weiß schon, warum ich das immer in die KI machen lasse. Die Energie aufsaugen. Und den bitte auch. Alter, das ist schon ein Grund, einfach keine Fackel mitzunehmen, weil du die bei jeder Aktion einfach erstmal wegstecken musst. Die wieder in die Hand nehmen und dann, ach, da liegt ja noch ein Ei, ich muss es wieder reinstecken. Anstatt, dass ich eine Taste habe, die rauszuholen. Aber hey. So. Sind wir gleich da? Ach, guck mal. Hey, hier. Okay. Keine Gegner, okay. Mhm. So ein Mimikry oder so wäre ganz nice. Nee, eigentlich nicht. Komm, ich mach das. Wo rennst du denn hin? Hier spielt die Musik. Oh, ich kann nicht wechseln währenddessen. Das finde ich echt doof, ne? Ich muss mir das doch nicht immer wieder angucken. What the... Moment. Ich speichere mal ab. 33 Mal habe ich schon gespeichert offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine laufende Nummer ist. Ja, start. Ob du da durchkommst. Dir geht's gut? Hier geht's nicht mehr so gut. Wie kriegt das scheiß Feuer denn weg? Die sieht auch nicht mehr so gesund aus hier, der Kollege, kann das sein? Okay, ich muss das Feuer irgendwie löschen, vermute ich mal. Aber wie? Einfach eine andere Form annehmen. Hm.
Ah! Geiler Typ, ne? War Zufall, gebe ich zu. Fall. Weil ich habe mir gedacht, das war also wirklich Zufall, dass ich jetzt diese vor mir angenommen habe. Und da habe ich mir gedacht, ah, Momentchen. Aber das finde ich wiederum echt nice, dass man hier wirklich dann auch alle, zumindest fast alle, Fähigkeiten nochmal einsetzen muss, die man gelernt hat im Laufe des Spiels. Mit Ausnahme von den Vereinen. Ich muss jetzt nie irgendwie hochspringen oder so. Ah, guck mal, wo wir sind. Guck mal, wo wir sind. Kommt mir das nicht bekannt vor? Oh yeah. So. Dich halte ich jetzt erstmal wieder auf alle erdenkliche Arten. So rum. Schankelön. Ich wollte eigentlich schon längst irgendwie mal synchronisiert haben, aber ich vergesse das immer, ne? Das ist zwei Aufnahmen gut gelaufen, dass ich so alle 40 Minuten dann mal synchronisiere und einen kleinen Schnitt mache, aber gut. Danke. So. Jetzt aber. Muss niesen. Ich hoffe, es gibt dann irgendwie eine Möglichkeit. Ah, ja, es hätte keine Möglichkeit gegeben. So. Dankeschön. Jetzt nur noch zurück. In Anführungsstrichen. Ich denke aber mal, ich muss wahrscheinlich klettern. Wieder eine. Klar muss ich klettern. Das heißt, ich muss Krito so oder so mitnehmen. Das Feuer ist jetzt weg an der einen Stelle. Das heißt, ich dürfte theoretisch einfach durchrennen können. Oder warte mal, kann ich von hier aus vielleicht einfach da runter irgendwo? Ja, vielleicht da, wo die Lava ist. Gute Idee, Dennis. Packt ja vielleicht einen Ventilator ein, könnte warm werden. So. Ja gut, so weit ist das ja jetzt gar nicht. Ich will jetzt heute eigentlich nur noch einmal die Brücke auf jeden Fall überqueren. Einfach, weil ich es kann. Weil ich es geschafft habe. Und dann mache ich für heute auch Schicht. Hab leider echt weniger geschafft, aber es war ein... Nein, schon wieder falsch. Es waren coole Rätsel, auf jeden Fall. Muss man sich echt ein bisschen anstrengen. Ich finde, ich sage auch nur, dass das coole Rätsel war, weil ich jetzt auf die Lösung gekommen bin. Bisher natürlich, ne? Da kommt doch ein bisschen was in dem Level, bestimmt. Aber bis hierhin war es echt cool. Hat mir gefallen. Also mir gefällt richtig gut, dass man da wirklich nochmal alle oder fast alle Formen anwenden muss. Wobei ich jetzt mit der Djinn-Form aktuell noch nicht wirklich Rätsellösungsfähigkeiten erlangt habe, die mich jetzt irgendwie weiterbringen. Außer, dass ich halt sau stark bin, ne? Natürlich auch schon mal nicht verkehrt ist. Wo ich mich auch nicht beschweren möchte. Nee, nee. Was, nicht zwei Viecher? Egal. Und zwar brauche ich ziemlich genau... Hier nehme ich das Seil. Wer ist nochmal so freundlich? Das Schöne ist, dass das geht deutlich schneller, das Runtergehen, als das Hochgehen. Na gut, deutlich vielleicht nicht, aber es geht zumindest schneller. Hui. Hui. Das ist doch ziemlich lang. Oh, sei doch mal ein bisschen mutiger. Einmal richtig kräftig abspringen, dass du fast unten bist. Na, brich sie halt den Knöchel, mein Gott. Schlimmeres gewohnt. Danke. So. Zaubern will ich mal hier aus dem Hut. Und überqueren die Brücke. Shalom. Na, noch nicht. Boah, war das eine schwere Geburt. Leck mich am Arsch, echt. Ich habe im Endeffekt fast nichts anderes gemacht, ne? In dieser kompletten Aufnahme, die jetzt eine Stunde 5 geht, wahrscheinlich für euch, als die Brücke zu aktivieren. Los, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Hier genau das gleiche Spiel. So. Achso, Entschuldigung, mein Fehler. Einmal aufladen. Nein, seid doch nicht so ein Egoist. Ich war zuerst dran. Na, ich drück schon wieder den falschen Knopf. Los. So, und du kannst dich einmal hier komplett aufladen. Dankeschön. Endlich. Endlich kommen wir weiter, ey. Meine Herren.
ist aber auch echt ein Riesenteil hier, ne? Wie weit man da runter kann, ey. Ich überlege, ob es bei Dark Souls 1 oder 2 überhaupt auch mal sowas wie ein Vulkan gab. Also nicht Dark Souls 1 oder 2. Ich habe bisher nur Demon's Souls und Dark Souls gespielt. Nicht verraten, wenn es sowas gibt, ne? Weil ich will die anderen Teile auch gerne noch spielen. 2 und 3. Sehr gerne sogar. Ah, komm, und hier ist das nächste Räumchen. Na gut, Räumchen ist gut. Königliche Räume. Okay. Das heißt, so langsam kommen wir voran. Das ist wieder so ein Gerät. Und ja. Okay, nee, hier ist, glaube ich, mal ein ganz guter Schnitt, um Schicht zu machen. Wir haben einen neuen... Ah, okay, Moment. Das führt mich zum Portal. Gut, wir werden auch mal kurz das Portal eben aktivieren, dann am Portal speichern. Wenn wir überhaupt da hinkommen, selbstverständlich, ne? So, dann gehen wir erstmal da lang. Was bist du? Ich sehe ja nur irgendwas auf mich zufliegen. Ja? Alter Vater! Womit schmeißt du mich da? Napalm? Auf. Das ist nicht so cool, muss ich ja wirklich sagen, ne? Ich meine, dass der Affenarsch da mich da auch noch hier beschmeißt mit Sachen. Der Rest ist okay, ne? Wenn der mich nicht beschmeißen würde, das ist echt eine dufte Sache. Komm, töte ihn einfach. Okay. So, ihr kleinen Drecksviecher da hinten. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie dreist bist du denn? Nee, das sehe ich nicht ein. Ich werde jetzt erstmal den Arsch da hinten kaputt machen. Ich habe so viel Fresse. Kleines Drecksviech. Okay, die können auch kontern mit ihrer Kanone. So, leck mich. Leck mich am Arsch. Welche hier noch erschienen, ne? Danke. Alter, was sind das denn für Viecher? Die sind uncool, die gefallen mir nicht. Wie gesagt, wenn der Schildviech da gewesen wäre und der Schießer nicht, dann wäre das auch ganz anders ausgegangen. Als schönsten Raum vorher können wir uns ja nochmal komplett aufladen von Energie her. Alternativ können wir mal gucken, was der so uns hergibt. Der war jetzt nicht so stark. Der hat einfach nur genervt, weil er halt autark war. Habe ich ja fast das wiederbekommen, was ich verloren habe. Nun. Oder so ähnlich. Mal kurz checken. Mal gebe ich hier. Nüchte. Sehr gut. Okay, Scree. Zen, it's your turn again. Because there is a yellow crystal. Eine gelbe Kristall ist da. Oh, ist das befriedigend. Haha. So, okay. Gut. Ich will gar nicht aufhören, Mann. Das ist so scheiße. Echt. Aber komm. Wir gehen jetzt vor diesem Feuereingang gleich nochmal. Und da machen wir wirklich Schicht. Ich schwöre. Jetzt habt ihr meine Finger gar nicht gesehen. Egal. So. Wer ist da Feier? Da ist da Feier. So. Und stopp. Hier war's dann. Ne, Moment. Ich will mal ganz kurz so schon mal wenigstens in die Form bringen, die ich jetzt als nächstes brauchen werde. Vielleicht werde ich jetzt längere Zeit ohne Scree auskommen müssen. Je nachdem, wo halt vielleicht der nächste Rückholbrunnen ist. Aber hey, das kriegen wir schon hin. Gut, okay. Dann würde ich jetzt hier einmal für heute aufhören. Haben glücklicherweise doch noch ein bisschen was geschafft zum Ende hin. Wobei, ich habe jetzt eine Stunde 10 aufgenommen in etwa. Und ich glaube, Minute 30 bis 55 könnt ihr einfach mal vergessen. Weil ich da nur blöd rumgesucht habe. Geschaut habe, wie ich vielleicht eventuell weiterkommen könnte. Aber hey, sowas muss es ja auch in so einem Spiel geben, ne? Solche Phasen. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass euch die Aufnahme gefallen hat. Ja, wie gesagt, wir sind auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen, haben ein paar neue Gegner entdeckt, haben gemerkt, dass die Djinn-Fähigkeit richtig gut ist, dass die Djinn-Form richtig, richtig stark ist. Und da wird damit gut Gegner fetzen können.
Und ja, das schätze ich, beim nächsten Part werden wir noch auf genug Gegnern treffen. Aber bitte nicht gleichzeitig wieder irgendwelche Schießspackos und Schildspackos. Das wäre nicht so cool. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Jo, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme wieder. Wenn wir dann hier bei den königlichen Gemächern, oder wie hieß das? Oh, beim Hauptschach ist mir mal egal. Wenn wir dann da weitermachen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Königliche Räume. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt überall durchgekommen sind, um ehrlich zu sein. Ist auch egal. Gut, also ne, haut rein und bis zum nächsten Mal dann. Tschö, tschö.